Ja, wir haben uns hier bei der Fortuna getroffen mit Håvard Nielsen, Stürmer der Fortuna. Aber im Hintergrund läuft nicht ganz von ungefähr Biathlon. Da sitzt gerade Johannes Tingis Bö, wartet darauf, ob er Gold gewinnt oder nicht. Ich glaube, Biathlon ist eine Sache, die du besonders gern guckst, oder? Absolut. Ich finde, es macht wirklich Spaß, das so sehen. Und hoffentlich war es auch ein Gold heute für uns. Also das macht auf jeden Fall Spaß. Aber du kannst nachts wahrscheinlich eher weniger aufstehen momentan. Mit der Fortuna musst du ja trainieren. Ist das bitter für dich? Oder nein, das geht eigentlich ganz, ganz gut so. Ich möchte natürlich so viel sehen, wie es geht. Und es ist natürlich nicht so einfach, wenn das alles jetzt um 3 Uhr nachts geht. Aber ich schaue so viel, dass ich halt Zeit hast. Aber das berühmte Abfahrtsfinale mit dem Doppelsieg der Norweger jetzt in der letzten Nacht, das hast du dann nicht live gesehen? Nicht live, leider, aber das war natürlich ein super, super Ding für uns, halt mit Gold und Silber für uns. Also das läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Vielleicht, du hast eben gerade uns erzählt, Ole Einar Bjørndalen, leider nicht dabei dieses Jahr, aber ist eine besondere Figur für dich auch. Kannst du es kurz sagen? Ja, er ist natürlich für uns oder für mich auch so ein großes Vorbild. Er hat auch für uns ab und zu auch einen Vertrag gemacht über halt Fußball und ein bisschen diese Sachen. Und ja, er ist wirklich eine große, große Athlet so. Und es macht natürlich auch riesig Spaß, ihn auch so sehr dann halt auf das Biathlon-Steig. Gut, dann hoffen wir, dass du möglichst viel davon, von den Tipps von Ole Einar mitnehmen kannst in ein erfolgreiches Saisonfinale mit der Fortuna. Vielen Dank, hoffe ich auch.